Bei der Methode Meinungslinie geht es darum, unterschiedliche Positionen sichtbar zu machen, die unter den Mitgliedern einer Gruppe vorhanden sind. Die Meinungslinie eignet sich für Fragestellungen, zu denen die Antworten an zwei gegenüberliegenden Polen liegen oder zwischen diesen Polen. Das können zum Beispiel Fragen sein, zu denen es klare Pro- und Kontrapositionen gibt. Indem mehrere Personen sich auf der Linie zwischen den beiden Polen positionieren, wird ein Meinungsbild sichtbar. Und so funktioniert die Methode. Für Schritt 1 braucht es eine leere Pinnwand, auf die alle zugreifen können. Links und rechts wird je eine Position als Pol beschriftet, zum Beispiel als Pro- und Kontrakarte. Außerdem muss die Fragestellung klar kommuniziert werden. Für Schritt 2 werden alle Lernenden gebeten, ihre eigene Position zwischen den Polen zu finden. Bei einer digitalen Pinnwand geht das zum Beispiel, indem jede und jeder eine Karte mit dem eigenen Namen zwischen den Polen platziert. Je näher man an einem Pol steht, desto näher verortet man sich diesem Inhalt. Wer in der Mitte steht, ist entsprechend unentschieden. Es folgt Schritt 3. Der Gesamteindruck wird thematisiert. Wer steht wo? Wie ist die Verteilung? Der Zwischenstand kann je nach Tool durch Abspeichern oder einen Screenshot dokumentiert werden. In Schritt 4 wird das Thema inhaltlich vertieft. Dies erfolgt jenseits der Methode Meinungslinie, also zum Beispiel über ein Unterrichtsgespräch oder ein Projekt. Anschließend wird in Schritt 5 das beschriebene Verfahren wiederholt. Die Lernenden verorten sich bzw. ihre Namen nochmal auf der Meinungslinie. Das Ergebnis wird wieder festgehalten. Nun können in Schritt 6 die zwei Meinungslinien als Vorher-Nachher-Vergleich visualisiert und besprochen werden. Natürlich kann die Methode auch nur einmal eingesetzt werden. Es bietet sich jedoch an, sie bei bestimmten Themen öfter zu nutzen. So können Meinungsveränderungen gut sichtbar gemacht werden. Und natürlich gilt: Abspeichern nicht vergessen.